Hallo Leute und willkommen zurück bei Tomb Raider. Und wir sollen eine Wand hochklettern. Rein zufälligerweise haben wir eine gute Kletterwand gleich hier. Und Lara kann sich mühelos und ohne Probleme einen einfachen Reinstechen durch die Gegend bewegen. Und wo waren die anderen? Da. Und schon wieder so etwas. Da anzünden und da. Vielleicht werden wir es sehen. Und hier kann man klettern. Gut, und hopp. War da gerade ein Grafikfehler? Oh. Ah. Okay, das muss ich mir merken. Ich konnte die Gräber und geheime Belohnungen zu entdecken. Ach ja, stimmt, hier waren wir ja schon mal. Was ist das? Ah, so ein. Das sind also die Gräber. Und hopp. Und ich sehe gerade die Texturen, wo sie aufhören und wo die neue anfängt. Okay. Gut, hier sind ein paar gute, zweimal der gleiche, denn es fehlen beiden der linke Oberschenkel. Oder sie haben beiden den linken Oberschenkel weg amputiert. Das könnte auch sein. Ich bin ja kein Experte. Okay, gut. Wir sind. Kann dieses bisschen Wasser hier das Feuer löschen, wenn es genau auf die Fackel trifft. Keine Ahnung. Aber Lara läuft hier extrem langsam. Also weiß ich nicht. Wo? Und jetzt wieder schnell. Hat sie da bitte schon nachgeladen? Oh, was war das? Wir haben ein Lager entdeckt. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Vielleicht. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Das werden wir noch früh genug erfahren. Überleben oder... Also was haben wir hier? Sammle zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmittel. Das haben wir. Noch ein Sammle zusätzliche Bergungsgut. Nehmen wir das. Okay. Zusätzliche EP zu erhalten. Ja, meistern. Und was hier? Was haben wir sonst noch? Dafür brauchen wir Rang 2. Meistern Sie 3 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Ja. Okay, gut. Moment. Ausrüstung. Verstärkt. Okay, was haben wir hier? Der Lauf. Okay, gut. Was? Präzision und den Schaden. Okay, gut.
und schließen. Also mit anderen Worten, wir sind hier richtig. Hab der Unwürdigen? Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Okay. Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Okay. Ah, verstehe. Ich verstehe, verstehe. Wow. Okay, so kommt man wieder hoch. Was passiert jetzt? Hey! Sollte springen. Gut, hier geht's nicht. Aber wir können so machen. Und das anzünden. Hier rüber hüpfen und angucken. Ja. Und da. Und jetzt sollten wir leicht genug sein. Wir sollten auch vorher leicht genug sein, aber... Wow! Gut, und hüpfen. Ah. Ja, ich sehe die Wand. Die darf ich eigentlich nicht vergessen. Und hier kann ich einfach so... Also die Fackel... Ja, um die Fackel zu machen. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Okay, was haben wir hier drin? Krabdurchsuch, der Krab der Unwürdigen gemeistert. Tabulator. Der Bergdorf, aha, gut. Und los geht's. Hui! Lager. Drücken Sie. Ja. Ein Upgrade durch. Was war hier die Fähigkeit? Ah, wenn Sie. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu schießen. Oder bei den Überlebenden. Ah, nehmen wir das. Aktivieren Sie mit Q Ihr Überlebensinstinkt, leuchten Tiere und Lebensmittel auf. Ja, das könnte sehr nützlich sein. Und weiter geht's. Also bitte. Bist schon einmal hier durchgegangen? Einmal hier durchgegangen, also Karten aktualisiert. Okay. Hier ist ein Dokument. Da vorne ist ein Relikt. Gut. Äh,
Okay, dann schauen wir uns mal, wo das Relikt ist. Und jetzt hier? Das Relikt ist... Aha. Top. Vielleicht ist es oben. Oder hier. Nein. Nach dem Plan zu urteilen, muss es genau hier sein. Aber hier ist nichts. Also muss es oben oder unterhalb sein. Das geht jetzt nicht. Nehmen wir den Wasserfall? Ah, so. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier waren wir. Moment. Dokument. Wir schauen schnell nach wegen dem Dokument. Und hab. Genau hier sollte auch eine Relikte sein. Wo? Ich wollte da eigentlich runterfallen, aber okay, gut. Genau hier. Aber... Und vielleicht ist es noch mit einem Schlüssel gekennzeichnet, um zu sagen, ich komme da noch nicht dran. Dokument ist da drüben. Moment mal, wenn das... Was ist das? Okay. Ah, da oben vielleicht. Au. Aber wie komme ich da hin? Gut. Seile. Ja, ich weiß, ich sollte nicht wegen nur einem Huhn viele Schüsse verbraten. Also gut. Dann klettern wir wieder hoch. Und hopp! Weiter, Lara, weiter. Immer schön. Wow. Das machst du super. Genau. Und spring. Und wir sind gleich oben. Und nochmal. Rauf, rauf, rauf. Diese schnelle Bewegung hat mich gerade irritiert. Also gut. Schnell darauf. Mhm. Noch ein Stück, noch ein Stück. Was ist das für ein Klopfen? Hm.
doch gerade etwas gesehen, so ein Vogel. Und ab, 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 ab und drauf. Okay, gut. Das ist eine gute Idee. Wir haben Zeit. Warum nicht entspannen? Später kriegen wir bestimmt wieder Wrackdienst. Scheiße! Hilfe schnell! Oh, der lebt noch. Okay, wow, der lebt noch. Okay, gut. Und weiter geht's. Komm schon. Okay. Weiß ungefähr wie ich... was ist das? Joch, Chasse. Keine Ahnung, was das ist. Joch, Chasse. Okay. Aha. Okay, das sind Sachen, die man nur einmal betreten kann, wie es scheint. Und scheiße, wenn wir das hier... los anzünden. Gut. Aber zuerst... hier ein weiterer Geochasis. Nein, falsche Taste. Gut. Und jetzt plündern wir den Arsch hier. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Okay, der Botschafter hat ein Geheimnis gelüftet, das mit der Sonnenkönigin zu tun hat. Es scheint, als hätte sie eine Art übernatürliche Macht über ihr Volk gehabt. Gut. Kann gut möglich sein. Wir sind hier bei Tomb Raider. Hier ist alles möglich. Mehr oder weniger. Oh fuck. Ja, super. Und dran hängen. Ah! Okay, das war scheiße. Nein! So, und jetzt noch hier rauf. Gut. Verdammt. Und nach links. Rechts meine ich. Und hoch. Und hoch.
ich sehe, gibt es hier auch etwas zu finden. Was war das? Gut, wir sind hier oben angekommen. Wir brauchen Feuer, um das anzuzünden. Okay, und was ist hier drin? Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Gut, und jetzt untersuchen wir nach versteckten Informationen. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Okay, gut. Und drüber. Und häng dich dran. Das ist mal eine Kletterei. Das ist das Geräusch. Und top und tra. Okay, das stürzt gleich ein. Und los, spring, lach! Spring, 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 spring. Oh. Und rauf, 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 rauf. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Okay, was? Ah, da oben müssen wir hin. Sonst nichts in der Nähe, was uns hilfreich sein könnte. Bitte! Das muss alles nicht sein! Au! Okay, gut. Hallo. Oh fuck. Gut. Wir haben die Arschlöcher mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Wir sammeln jetzt, also wir plündern noch schnell ihre Leichen. Damit das Zeug nicht verkommt. Oh, ja, hier, Feuer. Wir haben einen Eindringling. Aha. Ja, ja. Eure Wachen sind also nicht so gut, wie ihr dachtet. Uahahaha. Okay, mal schauen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Eigentlich ist das eine schlechte Idee. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex!
Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Das ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, dein Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's. Warte, Moment. Schauen wir mal nach, ob es vielleicht ein neues Tagebucheintrag. Nein, kein neues Tagebucheintrag, aber wir haben genug, irgendeine Waffe zu verbessern. Die ist schon voll. Die, noch nicht. Die voll. Gut. Also, wir können... Oder das. Schnellfeuermodus. Oder das. Er bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Ich finde solche Sachen besser als zum Beispiel 3 Schuss auf einmal oder der Schnellfeuermodus. Ja, der Schnellfeuermodus könnte gut sein. Ja. Finden Sie 3 weitere Teile, um ein Projekt freizuschalten. Okay, 3 weitere Teile. Ja, wie viel haben wir? 30? Wir haben 30. Ah, so ist das vielleicht gemeint. Keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, das war's
für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.